Was? Fließende Bewegungen? Rrr, wenn er Anassi fließende Bewegungen wie diese sieht, dann denkt Anassi an Tänzer. Nein? Ein Fassadenkletterer? Wenn ihr nicht in Liebesgilde seid, vielleicht wollt ihr dann beitreten? Wie hätte das Anassi entgehen können? Ist sie denn blind? Sie sieht euch gehen und ihr gefällt, was sie sieht. Sie ist darauf geschult, die Eleganz des Körpers und des Auges zu sehen und sie zu bewundern. Welche Khajiit kann sehen, was sie sich wünscht und es nicht nehmen? Könnte Anassi um ein Geschenk bitten? Sagt nicht nein zu Anassi. Muss Anassi zur Diebin werden? Muss sie dieses Ding stehlen? Diesen Winder, den sie will? Oder gibt er sich als Geschenk? Geil! Anassi, das Geschenk der Freundschaft anbieten. Heiraten wir mit dir? Das wäre es mir wert, allein nur, weil ich in das Haus reinziehen will. Also ich weiß nicht, ob das Freundschaft oder heiraten ist. Ich habe keine Ahnung. Wir machen es einfach. Anassi, das Geschenk der Freundschaft anbieten. Bitte verzeiht Anassi, wenn sie wie ein Kätzchen schnurrt. Aber Anassi ist hoch erfreut. Ihr werdet Anassi also oft besuchen kommen und ihr Sachen erzählen und ihr auch Fragen stellen, denn wir sind jetzt ja Freunde, oder? Anassi kennt ein paar Geheimnisse, die sie fast platzen lassen. Zum Beispiel, ihr neuer Freund muss es erfahren. Von Anassi, diese Hordis da oben. Da kenne ich ein kleines Geheimnis. Weiter. Anassi sagt, Anassi vertraut euch, ja? Anassi ist eine Diebin. Das stört euch nicht? Warum? Weil Anassi geheime Dinge liebt. Sie liebt Geheimnisse. Und wenn sie eins findet, möchte sie es haben. Wie dieser seltsame Hordis. Hordis hat ein Geheimnis. Das kann Anassi sehen. Also folgt Anassi Hordis. Und daher weiß Anassi, dass Hordis Mirunes Dagon dient. Dieser magische Gürtel, den Hordis hat. So ein schöner Gürtel. Aber mit seltsamen Schriftzügen in fremden Runen. Vielleicht böse oder gar Gefahr. Geil. Was? Hordis oben hat einen magischen Gürtel und verehrt Merunes Dagon. Anassi ist meine Freundin und weiht mich in Geheimnisse ein. Geil. Neuer Freund. Ja, Anassi verfügt über gute Dinge, die sie mit ihren neuen Freunden teilen kann. Dies ist Anassis besondere Gewohnheit, gegenüber neuen Freunden zu teilen. Geschenke austauschen, Sorgen teilen. Ihr werdet Anassi verzeihen, wenn sie zu direkt ist. Aber Geschenke austauschen, Sorgen teilen, dafür sind Freunde doch da, oder? Natürlich. Geschenke austauschen? Hier, dies ist ein kleines Nichts, das Anassi gefunden hat. Ein niedliches Spielzeug und praktisch. Verfeinerter Federtrank dem Inventar hinzugefügt. Geil. Inventar Tagebuch aktualisiert. Ja, den brauche ich gar nicht nachsehen. Ich weiß ja, was ein Federtrank macht. Anassi macht ihm einen verfeinerten Federtrank zum Geschenk. Ich danke euch sehr. Es ist nichts. Es gefällt Anassi, ihren neuen Freunden solche Geschenke zu machen. Vergebt Anassi, neuer Freund. Anassi ist beschämt, diese Sorge mit euch zu teilen. Aber Anassi hat große Angst. Dieser finstere Mann, schlechte Person, bringt Furcht zu Anassi. Er kommt und sagt, es gibt keine Diebesgilde mehr. Nur die Kamonatong. Und Anassi wird der Kamonatong beitreten und beschützt werden. Sonst ohne Schutz könnte Anassi wehgetan werden. Dieser finstere Mann, er spricht ruhig, aber sehr gemein. Anassi tut es so leid, euch zu behelligen. Aber Anassi hat Angst. Anbieten, sich darum zu kümmern. Anteilnahme zeigen, aber keine Verpflichtungen eingehen. Wir kümmern uns darum. Anassi ist unsere Freundin. Ihr seid zu freundlich, Winder. Anassi weiß, dass ihr neuer Freund durch sie eine große Last auf sich nimmt. Doch sie kann nicht kämpfen, kann kein Blut vergießen. Sie hat einen Eid darauf geschworen, Anassi versucht, gut zu sein. Doch nun denkt Anassi, sie ist in großer Gefahr. Dieser böse Darin Adrin, ein Dunkelelf, er hat eine hohe Position in der Kamonatong in Gnarmok. Er ist in Nadine Roterans Hütte. Anassi schämt sich, dass sie ein Leben von euch verlangt. Doch sie hat niemanden sonst. Niemanden sonst? Deswegen wollte sie vielleicht mit uns befreundet sein. Ich habe angeboten, mich um die zweifelhafte Person zu kümmern, die Anassi bedroht hat. Es handelt sich dabei um Darin Adrin. Er ist ein Dunkelelf und ein Großer der Kamonatong. Anassi sagt, dass er in Nadene Roterans Hütte in Gnarmok zu finden ist. Habe ich das jetzt eigentlich? Anassi eine besondere Freundin? Ah ja.
Das ist ja alles dabei. Okay. Haben wir sonst noch etwas Neues? Ich glaube nicht. Dann sehen wir uns erstmal weiter um. Warum seid ihr nach Pelagiat gekommen? Weil das die nächste Stadt auf meiner Liste ist. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich werde bald aufbrechen, um Marui zu suchen. Hab Dank für eure Hilfe. So, halt erst. Bandit. Wie nett von euch. Bestimmt. Der hat nichts Neues für uns. Was? Moment mal. Atal Nerano gehört zu der Art Banditen, die auf liebenswürdige Art seine Opfer ausnimmt. Er kennt das Diebesmetier und er liebt es, darüber zu reden. Als Wohnsitz gibt er Madachs Handelshaus in Gnesis an. Es gibt also auch liebenswerte Banditen, okay? Drelas Ramotran. Drelasa. Nahrungsmittel und Betten. Oder beides gleichzeitig? Wie ihr wünscht. Was hast du denn zum Handeln? Ah ja, okay. Kann ich dir auch ein paar Sachen verkaufen? Ich glaube, ich habe nichts zum Verkaufen. Lassen wir es. Ich bringe Drelasa Ramotran. Wirt. Oh, 64 hoch. Also pauschal vermutlich 64. Naja. Betten. Ja, Betten nehmen wir auch mal für 10 Draken. Großartig, das Zimmer ist euer. Ihr werdet es am Ende des Ganges oben unverschlossen vorfinden. Genießt euren Aufenthalt in Pelagiat. Einfach nur, damit ich das Zimmer durchsuchen kann. Nun ja, man sagt, dass sie eine Gilde haben. Wie die Weber und die Magiere. Und es ist schon möglich, dass einige meiner Gönner von Zeit zu Zeit mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Aber eigentlich geht mich das nichts an, oder? Naja, mir ist das egal. Leck. Interessant, dass der Ton kommt, dass ich gedrückt habe, aber der Effekt war nicht zu sehen, nämlich, dass das hier auftaucht. Schon, oder? Wirt kennen wir schon. Ja, okay, dann sind wir durch. Dann gehen wir nach oben Da als erstes. drüben, das ist neu. Neu? Ladia Flarugrius. Ihr seid neu hier, oder? Ich bin Ladia Flarugrius. Sucht ihr jemand bestimmten oder einen bestimmten Ort? Oder möchtet ihr wissen, welche Dienste es hier gibt? Oh, Moment mal, ich habe hier gar nicht ausgebildet. Ja, das machen wir später. Nein, das machen wir jetzt. Seit langem hat mir das niemand mehr gesagt. Ich glaube nicht, dass das angemessen ist. Oh. Das ist aber angemessen. Garantiert. 100. Nein, Anassi unterrichtet nicht, denn ihr gehört nicht zu. Aber Anassi darf nicht sagen, wozu ihr nicht gehört. Schade. Dann erstmal alles andere. Ich bin Lady Flarugrius. Ich tue mal diesmal das. Auf 51 hoch. Also es ist nicht pauschal 64, sondern 64 ist die Grenze. Höher, weiter geht es nicht. Okay. Ah, hier auch Diebesgilde. So, ihr besitzt ein Exemplar der Diebesehre. Und vielleicht könnt ihr lesen. Und vielleicht interessiert euch die Diebesgilde. Ich mache euch einen Vorschlag. Geht zu Honigmund Tabasi im Südwall in Balmora und versucht mit ihr zu reden. Seid höflich.
höflich. Vielleicht erfahrt ihr dann etwas, was ihr in keinem Buch finden werdet. Okay, die sprechen tatsächlich darauf an, dass ich die Diebesehre im Inventar habe. Vielleicht auch Honigmund? Ich sage euch was. Warum besucht ihr nicht die Taverne Südwall in Balmora? Verbringt dort etwas Zeit. Hört euch um. Wenn ihr den Leuten gefällt, könntet ihr dort vielleicht etwas belehren. Ist Honigmund die einzige, wo ich beitreten kann? Wäre schon ein bisschen blöd, wenn es sie tatsächlich die einzige ist. Naja. Was? Ein Abenteurer sollte das kaiserliche Gesetz überleben und Eigentum zumindest in seinen Grundzügen kennen. Beleidigung? Ach, okay, das ist wieder die Strafen. Was wert ist? Die Klingen sind ein prestigeträchtiger Orden, in dem Bürger dem Kaiser die größtmögliche Loyalität zeigen können. Vom Kaiser zu einer der Klingen ernannt zu werden, ist eine große Ehre und öffentlich anerkannte Mitglieder dienen an Adelshöfen und in diplomatischen Positionen. Im Geheimen agieren viele Mitglieder der Klingen als Spione für das Kaiserreich. Diese Agenten verbergen sich hinter geheimen Identitäten und arbeiten im Verborgenen als Kuriere, Beobachter und Spione im ganzen Kaiserreich. Gelehrte hatten wir auch schon mal. Okay. Schlickreiter transportieren Passagiere und Fracht zwischen den Siedlungen in Warenfell hin und her. Der Preis hängt von der Entfernung ab. Schlickschreiter sind riesige Insekten. In den Panzer der Kreatur wird eine Kabine für Passagiere und Fracht gehüllt. Der Führer lenkt das Tier durch direkte Manipulation der freiliegenden Organe und Gewebestellen. Schlickschreiter verkehren zwischen Aldrun, Bamora, Sedanin, Suran, Gnisis, Molagmar, Margan und der nördlichen Anlegestelle in Vivek. Okay, das haben wir alles schon mal gelesen, den Rest. Dann überzeugen wir jetzt mal. Keiner der unsrigen? Pech. Kann euch nicht unterrichten. Widerspricht den Regeln. Oh. Verstärkte Holztür. Verstärkte Holztür. Und hier ist aufgeschlossen. Gehen wir erst einmal hier rein. Hordis. Ah, okay, da gehen wir später rein. Das hier sieht auch sehr schön aus, aber es fehlt mir irgendwie der Stuhl. Dafür habe ich aber Fensterbänke. Cool. Da würde ich gerne aufmachen. Wo, echt jetzt? Okay, irgendwie hab ich nicht gesehen. Obwohl da angezeigt wurde, ich bin, vielleicht weil sie sich bewegt hat, dass sie es dann gesehen hat. Könnte sein. Naja, zumindest jetzt sieht sie mich definitiv. Pech. Wie kann ich euch helfen? Oh. Kommt schon. Sagt was oder verschwindet. Okay, sagen wir was. Hordis. Was denkt ihr, dass ihr hier tut? Verschwindet. Jetzt. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Okay, speichern. Versuchen wir mal, Hordis zu bestehen. Vielleicht kriegen wir ja den Gürtel. Kommt schon, kämpft! Schade. Laden. 61 Draken wären schon schön gewesen.
möchte es nochmal versuchen. Ciao. So, wieso wird der Dietrich down abgerüstet, wenn ich neu lade? Gewöhnlicher Gürtel. Naja, wenigstens ein bisschen. Wenigstens ein bisschen Übung. Mal speichern. Ihr wandelt auf einem schmalen Grat, nicht wahr? Es geht schon. Jetzt komme ich ja nicht mehr rein. Ach egal, lass mir das. Okay, das ist echt knapp. Speichern. Das ist verdammt knapp. Wenn du da sich ein Zauber wirke. Offene Tür, 50 Punkte. Schloss öffnen, 5 bis 100 Punkte. Das ist 31, das ist der 15. Weil das Wirken zu lange gedauert hat. Naja, wir sind halt in Schleichen noch nicht ganz so gut. Leider. Hallo. Ja, toll, das ist mich die. Oh, kommt schon. Sagt was oder verschwindet. Du lässt ja nichts von dir, sagen. Okay, wir lassen das jetzt einfach. Und gehen mal nach unten. Ich grüße dich. Ich höre eure Worte. Unten war da. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Tolles. Okay, das ist zu viel. Ich werde jetzt einfach noch mal nach Balmora gehen. Um das ganze Zeug noch mal abzulegen. Na, perfekt. Da schlägt der Blitz ein. Genau dann, wenn wir auftauchen. Und ich möchte noch mal mit Honigmund reden, während ich die Liebesehre im Inventar habe. Kann nicht schaden, denke ich. So, Beinschienen. Wie hoch ist denn schon Verzauberung? 16 von 100, das ist nicht sehr hoch. Leider. Nun gut. Ich möchte bitten. Ich habe die andere. Jetzt. Und ich dachte schon, ich kann nur ein Bett, also bei einer Tabelle gleichzeitig ein Bett haben. So. Jetzt kommen hier die ganzen Sachen rein. Natürlich auch die Bücher raus. Habe ich hier ein Übermaß an Dieben. So, ich habe hier wieder sehr viele Sachen. Das ist zu viel. Jetzt geht es. Da sammle ich schön etwas an, wenn wir da dann irgendwann mal fertig sind. Ja.
Buch hier wiegt 4 Kilo, also das muss ja doch einiges dann reinpassen dafür. Vielleicht haben die anderen einfach nicht so viel, aber da hat auch nicht so viel reingepasst jetzt. Naja. Salzreis. Ah, der ging sogar. So, das geht jetzt nicht mehr. Und Sumpfblume. Okay, das ging. So, dann die Bücher. Ich trage zu viel natürlich. Liebesehre möchte ich nicht. Okay, jetzt habe ich dann ein Problem. Das machen wir so weg. Dann die Reparatursachen. So, der Rest ist noch in Ordnung. Ich habe zu viele Fackeln. So, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Stellen wir da noch die Kerzen hin. Da habe ich 1, 2, 3. Passt. Bisschen riesig, die Kerzen. Magie, da sollte es passen, aber vielleicht kann ich hier wieder ein bisschen was verkaufen. Ah, genau, das hier kommt weg. Silberwurfstern, Stahlwurfstern, okay. Sieht doch ein bisschen anders aus. Und Silberwurfpfeil. Okay, das war's dann. 234 Kilo wieder. Cool.